Hallo und herzlich willkommen zu drei grausig gemeinsam durchgelitten Staffel 3 mit Dark Souls 3. Wir stehen vor einem eventuellen Bossraum. Aber vorerst wollen wir uns eine Brücke runterstürzen. Ja. Ja, letztes Mal hat der Grauton hier erfolgreich die Katakomben ziemlich weit abgeschlossen. Und wir haben die Ritterin wieder getroffen. Die. Wie ist sie nochmal? Anri. Anri. Die Anri haben wir getroffen und die will immer noch, dass wir Horus finden. Und da ist diese Brücke halt hier und direkt unter der Brücke ist irgendeine Figur da unten. Ja. Und es könnte Horus sein. Wir wissen aber noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir setzen jetzt für diese Brücke einmal die Wer stirbt, gibt Abregel aus. Genau. Und einfach gucken wir einfach mal, ob sie einstürzt und wenn ja, ob man das überlebt. Muss halt. Okay. Das ist nicht das Rätsel-Lösung. Nope. Ich dachte halt gerade wirklich erst, weil er sich doch so leicht gebogen hat. Ja. Und so, oh, ist es wirklich? Und jetzt ist man, bleibt man so drauf irgendwie und wird nach unten gelassen. Ist nicht so. Also irgendwie muss man da anders hinkommen. Gut, wollen wir noch mal ganz kurz noch mal zurück? Oder wollen wir jetzt erstmal zum Boss erstmal dahin? Okay. Weil wir haben noch mal ganz kurz wegen Siegwort nachgeguckt und ja, es gibt halt nur die Möglichkeit, weil er jetzt mit dem Brunnen nicht aktiviert wurde, dass man vielleicht erst die andere Person aktivieren muss. Und dafür muss man halt noch mal in den Turm rein. Vielleicht triggert es dann. Keine Ahnung. Müssen wir sehen. Ja. Wenn es dann nicht triggert, also wenn wir noch mal den Fahrstuhl da im Turm benutzen, dann ist, ja, dann leider haben wir es verpasst. Hätte man wirklich erst den Aschefürsten töten müssen und dann erst die Dekane da. Warte mal, ich glaube, du rennst da falsch, oder? Nein. Nein? Nein. Okay. Ah ne, das große Tor ist ja da an der Seite, stimmt. Da. Stimmt. Also am Felsen muss man nochmal vorbeikommen. So. Ist die Brücke jetzt wieder heile? Wahrscheinlich. Da seid ihr. Wünsche mir natürlich, dass wir Labels hier nur zwei Skelette kommen. Ja. Anderen wurden wahrscheinlich von Anri schon zerschlagen. Kann natürlich sein, ja. Ja, gut, also. Gut, also einmal kann man ja schnell rüberlaufen. Oder was heißt schnell, also normal rüberlaufen. Du kannst auch einfach außen rum. Ist doch scheißegal. Ich will lieber außen rum. Ja. Eher, dass jetzt hier eine fiese Falle ist, dass man von der einen Seite kommt man nicht rüber. Ja. Von der anderen schon. So. So. Hallo. Na du. Wir finden deinen Horus schon noch. Keine Sorge. Weil sie hält sich schon den Kopf, das ist nicht gut. Hm. Naja, ich meine, wir wissen ja schon mal, sie ist auch. Oh, no, hallo. Alter, uns. Schauen wir mal nach unten. Gibt's da irgendwo. Wahrscheinlich direkt unter uns ist wahrscheinlich ein Eingang dahin, oder was? Ja. Gibt's da irgendeinen Geheimgang runter? Ich denke, man kommt da noch irgendwie hin. Na, gucken. Nun gut, dann schauen wir einmal, ob das jetzt wirklich ein Bossraum ist. Aber höchstwahrscheinlich. Es wirkt einfach so bossmäßig. Wahrscheinlich, wenn man da oben hingegangen ist. Kann sein. Oder wenn man einfach nur weiter in den Raum reingeht. Ach so. Okay. Keine Fluchdinger. Da ist noch eins ohne. Okay, scheint. Oder erst im Bosskampf. Aber auch wenn es nicht schlau ist, ich bin jetzt zu faul, sie alle zu zerrollen. So, hier ist ein Kelch. Im Altar. Gott, man kann hier nicht durchlaufen. Das ist eigentlich wäre es schlau, erstmal alles kaputt zu holen. Ja. Aber wir probieren jetzt mal nicht schlau zu sein. Mal schauen wir den Kelch noch ein bisschen nochmal an. Ja, ich wollte nur erstmal noch. Nee, hier liegt auch nichts. Mm-mm. Das ist ein Bosszimmer. Mal. Nee, okay, das sah aus wie so. Segen oder sowas, was ankommt. Ach so, dann. Also eigentlich wäre es wirklich schlau hier alles kaputt zu deppern, das dauert ja ewig. Okay. Lass mal kurz noch ein bisschen angucken von außen. Kelch, nee, wir rühren den Kelch noch nicht. Ein Schädel. Ein Schädel, eine Kerze. Da hast Ach, ist das die Barriere? Ah. Ja, vielleicht wahrscheinlich. Nach dem Motto, wenn man jetzt die Puppe da reinlegt, dass es dann aktiviert wird, oder? Okay, mal gucken, was passiert, wenn man hier nach oben geht. Wahrscheinlich verschlossen. Ach, gar nichts. Gar nichts.
Okay, na dann berühren wir den Kelch. Ja, mal gucken, was passiert. Schädelkelch. Okay, doch nicht die Puppe. Hab ich da nicht erwartet. Das ist nicht gut. Nope. Ich würde ein paar Schritte zurückgehen. Ja, macht er, aber unentschlossen. Ja. Okay. Oh Gott, kein Dunkelheitskampf. Pure Dunkelheit. Alle. Oh doch, Dunkelheitskampf. Alter. Ach du Scheiße. Was kommt denn jetzt? Erstmal noch. Sind wir jetzt ganz unten? Ich weiß nicht. Hä? Doch. Folgen wir mal erstmal dem Item. Irgendwas brüllt in der Dunkelheit? Hochfürst wollen hier, vor die Hand des Grabwächters. What the fuck? Nebel? Oh! Alter! Das war der Anführer von Karthus? Oh Gott. Erstmal deine Hand, die sieht so. Die im Boden versinkt. Das ist unfair, wollen hier. Alter, die Musik dröhnt aber auch gerade. Oh, Jetzt wollen wir leiser machen. Jetzt versenkt er sie immer am Boden. Weiß nicht. Das ist der Hochfürst Wolnir. Verstehe, warum er so viel erobert hat. Bei der Größe. Ein echter Riese. Was tust du da gerade rechts? Ich sehe es nicht. Na gut aus. Ja, wusste ich doch. Dass man dir deine Fesseln. Oh, das hat viel gezockt. Anrand. Au. Ah, das hat er gemacht. Oh, die kommt wieder. Oh Gott. Er hat ihn Schwert. Ach du Scheiße, kommen jetzt unendlich viele? Ich weiß es nicht. Nee, jetzt sind die Augen schwarz. Also man kann sie auf jeden Fall kurzfristig. Nein, geh weg. Oh! Kommt jetzt sowas von wegen, es wäre jetzt doch praktischer eine. Wow, eine Heiligwaffe zu haben? Au. Ja, das wollte ich. Lass mich. Au. Da sind sogar zwei Ringe dran. Was tust du da? Ich habe es geblockt. Gut. Dann schwärst du ja weg. Okay, das ist nur ganz kurz. Jetzt hast du wieder den anderen Arm anvisiert. Nein, nicht, nein, nicht treten. Yes. Alter, zockt das viel. Okay, wenn er jetzt nicht noch mehr macht, dann... Oh Gott, nicht mich überrollen. Aua. Ja, der Rest ist halt sehr, sehr wenig, was man zockt. Ja, den dritten Ring noch kaputt machen. Was macht der jetzt gerade? Man sieht nichts. Der holt aus. Musik wäre sehr geil. So, das ist... Wie, jetzt hat er nichts gemacht? Nein! Oh. Jetzt macht er irgendwas. Schwert, denke ich wieder. Nee, ist Glitter beschworen. Nein! Nein! Oh. Das war's? Nee, nee, nee. Nein. Doch? Das gibt's. Erbe des Feuers? Das ist jetzt nicht. 4-3. 4. Ey, da kriegt er zwei Bosse, die einfach zu First Try sind. Die waren nicht so einfach. Ach komm, der Aschefürst war einfach. Und der war jetzt auch nicht so schwer. Der Aschefürst war nicht so einfach. Wir hatten halt noch dazu Glück, dass wir eben erstes Angelkomplett gemacht haben. Aber der war jetzt einfach. Ja komm, dafür hattest du Wort. Ja, gut, und also die einzigen zwei, die bis jetzt richtige Duelle waren, waren Iodex Gundir und das verdorbene Großholz, ja. Ach, jetzt 4-3. Ey. Ich glaube, der halt ist halt so ein Kaliber, er ist sehr langsam.
Also ich glaube, das ist halt so, Kaliber, wenn der dich erwischt, ist instant vorbei. Der hat dich ja sogar einmal erwischt. Ja, aber nur so gestreift und ich habe noch geblockt. Und es hat so ein Drittel gezockt. Also ich glaube, wenn der einen wirklich mit dem Schwert oder sonst was, in dem Moment war halt von mir die Taktik richtig, einfach mich so weit wie möglich von ihm zu entfernen. Ja, aber es war halt so einfach, weil seine Hand ist da halt und du kannst einfach in Ruhe darauf dreschen und er schlägt seine Hand irgendwo da hinten raus. Ja, also das gebe ich euch zu. Der war wirklich einfach. Also, bei den Aschefürsten, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, dass ich da wirklich auch gut gekämpft habe. Ja, das auch. Der war, das gebe ich zu, war sehr einfach. Ist da ein Grafikfehler oder ist das ein Spiegel? Ich glaube, das sind Grafikfehler-Spiegel. Einigen darauf. Okay. Sieht komisch aus. Leveln. Ah, 4 zu 3, ey. Kriege ich trotzdem, weil wir es nach jedem Boss gemacht haben? Ja. Na. So. Er sah sehr geil aus, muss man sagen. Das ist aber sowieso so eine Dark Souls-Tradition. Die Bosse, die am beeindruckendsten aussehen, sind meistens die am wenigsten drauf haben. Ja. Nee, aber der war jetzt wirklich... Ich meine, das war wirklich auch diese hell leuchtenden Dinger, also waren halt sehr offensichtlich. Das war ja fast schon Zelda-Prinzip. Oh nein, es ist wieder ein Boss. So, wo bist du? Da. Ich wollte sagen, wo ist sie da eigentlich? Hallo. Welcome home, Ashen One. Ja, doch. Speak thine heart's desire. Ja. Ja, Level, ne? Level. Very well. No. Then touch the darkness. Aber wir sind schon an einem Punkt, wo das Darkseid-Lösen gar nicht mehr so weit entfernt ist vom... Vom möglichen, ja. So. Achso, Ich glaube, wir müssen jetzt wieder bei... Kondition. Da wollen jetzt auch mal zwei, ne? Ach, ein Level, Alter. Ja. So, zweimal wollten wir es. Zweimal, ja, machen wir zweimal Kondition. Da wissen wir, dass 40 das Maximum ist. Also ab da bringt es so wenig, dass man es auch lassen kann. Ja. Deswegen können wir jetzt immer wieder zwei Konditionen, ein Belastbarkeit, zwei Stärke machen. Ja. Dann können wir relativ flott die Stärkewaffen tragen, haben aber immer noch genug Ausdauer und können immer wieder ein bisschen mehr tragen insgesamt. Ja. Ich glaube, irgendwann fahren wir damit ganz gut. Ja, soll ich jetzt nochmal gucken beim Turm? Na, erstmal jetzt noch, wir haben noch für unsere Händlerin. Ah ja. Und wir haben noch ein, was du ja ganz schnell aufgesammelt hast, bevor der Kampf losging, ein Foliant. Ah, well met. Ja, wir sind zurück. Hier, guck mal, eine Asche ist geerbt, das. Passing fine. Na, die letzte mochte sie ja nicht so. Ja. Let this ash bestow nourishment. Das ist schön. I only hope these new wares content. Ja, hoffen wir auch. Zeig mal, was hast du denn schön? Wie war es mit dieser Händlerin noch auf sich? Ja. Ach, sie lacht gar herzlich. Jetzt haben wir noch mal mehr wieder Blut. Drei Blut. Wir können das Käferkühlchen ganz viel kaufen. Wir können unendlich viel von den ganzen Waffen, Zauberzeug holen. Unendlich viele kleine Titanitscherben, Waffenrüstung. Oh! Oh. Der Helm der Untotenlegion ist jetzt auch. Kristallweiser. Oh, warte, da war gerade hoch. Nochmal hoch. Wollnir. Ah, nee, Wollnir ist Krone. Die Krone von Wollnir, dem Eroberer von Erdkartus erobert. Vor langer Zeit wurden derartige Dinge sorgfältig der in rechtmäßigen Fürsten vermacht, bis Wollnir sie in die Knie zwang und ihre Kronen zu Staub zertrat. Daraufhin verschmolzen die verschiedenen Kronen zu einer und Wollnir wurde zum einzigen Hochfürsten. Die müssen wir bei Gelegenheit mal kaufen. 15.000. Und komm, wir haben jetzt den großen Hut. Oder hatten wir schon vorher? Den hatten wir ja schon vorher. Ja, schon vorher? Ah, stimmt. Ja. Das, genau, und da ist die Verbandenrüstung. Nachdem wir die ja gelesen hatten, haben wir nochmal gesagt, die Ausstellung der Wächter des Abgrunds, Pharons Untotenlegion. Diese Untotenkrieger schworen auf das Wolfsblut, sie suchten im Dunkeln nach Zeichen des Abgrunds und fanden sich nach einer dauerhaften Krieg mit seinen Abscheulichkeiten. Dieser spitzen Stahlhelm war ein deutliches Symbol für Legion, dem die Massen als dunkles Omen aus dem Weg gingen. Ja. Mhm. Na gut. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es ja gerne mal holen. Ja, zumindest das Mittelteil möchte ich gerne mal kaufen. Können wir machen, kostet... Oh, 10.000. Ja. Na gut, okay. Zack. Das möchte ich gerne anziehen. Aschen One. Ja, wir bringen dir noch mehr Asche. So. Wird wahrscheinlich nicht besser sein, aber... Wer weiß. Ah, sehr viel höhere Magieabwehr in allem. In allem sehr viel höhere, ja. Und physisch nur gering weniger, oder? Oh ja. Nur um 0,1. Hieb ist halt deutlich schwächer. Und ist nur ein bisschen schwerer. In Hieb ist sie halt deutlich schwächer. Von 8,2 auf 5,9. Ja, gut. Oh! Aber das sieht sehr schön aus. Die lassen wir jetzt an. Die lassen wir an. Die sieht cool aus. So, und dann... Foliant noch.
Da haben wir einen Foliant noch, den Grabwächter-Foliant. Der wird wohl hinter dir. Ach ja, der wird wohl für unsere Lady sein, ne? Nein, oder Pyromant. Ich denke, die Lady. Wir können jetzt auch schnell nachlesen, wir können aber auch schnell einfach. Du könntest mal so einen Pyromantenfuß. Pyromantenfolien übergeben. Foliant der Grabwächter. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark. And delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the great swamp, and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Oh God. Do not be gone for long. What is a teacher? Wunderlady? Aber wenn es nicht Blindenschrift ist, kannst du es doch nicht lesen, oder? Das ist bestimmt eine Blindenschrift. Deswegen versteht das nicht. Oh, Champion, do you... Nee. Okay. Zauberlehrer? Ja. Zauberlehrer? Ja, oder ein neuer Pyromantielehrer, den wir halt irgendwann noch kriegen. Kann natürlich auch sein. Kannst du gut damit anfangen, Meister? Danke, gerne. Was? Nee. Vielleicht unsere London-Frau? Zauberlady. Hey, Zauberlady. Speak honorable. Nö. Tell him. Okay. Ach, guck doch, wie wir aussehen. Wir sehen toll aus. Vor allem, wie der Umhang auch so leicht feurig ist. Okay, das geht anscheinend noch nicht. Dann probieren wir jetzt mal ganz kurz den Fahrstuhl. Ach, bitte, funktionier. Bitte. Hallo. Hi. Wo war das? Die Treppe hoch. Da drüben. Einmal im Kreis gelaufen. Halt, wir können mal ganz kurz mal unseren Typi hier gucken. Was für ein Typi? Unser Zwerg. Ah ja. Wir haben doch wieder eine neue Seele, die wir vielleicht umwandeln können. Hallo, Zwerg. Na. Ah, eins weiter. Hallo, hier. Hallo. Ja, wir kommen gerade recht. Ja, sind wir. Ja. Wandlung beginnen. Kristallhagel, nö. Da, warte. Seht ihr, das Hochfürsten wollen hier. Schwarze Schlange lässt flackernde schwarze Flammen am Boden tanzen. Ein Abgrund von Hochfürsten wollen hier entdeckt Diplomatie, aus der die dunklen Künste der Grabwächter hervorgingen. Lässt flackernde schwarze Flammen am Boden tanzen. Sei es nun die Zauberei oder die Pyromantie. Alle Techniken, die die Menschlichkeit verletzen, gehen denselben Weg. Sie streben danach, ein Eigenleben zu entwickeln. Kristall, Wolfsblut, Wolfshut, Wolnir. Heiliges Schwert von Fürst Wolnir, ein von Abgrund zerfressenes heiliges Schwert. Als Wolnir dem Abgrund erlag, ergriff ihn die Furcht vor wahrer Finsternis und er flehte zum ersten Mal die Götter an. Dieses heilige Schwert, zusammen mit drei von Klerikerleichen abgerissenen Armbändern, spendete ihm ein wenig Trost. Götterzorn rammt das Schwert in den Boden und entfesselt eine starke Schockwelle. Den Zorn jener, die in den Abgrund gerissen wurden, sollte ein jeder fürchten. 151 Anfang? Oh. Schade, aber geil. Muss man ja mal sagen. Ja. Okay, ja. Interessant. Das ist ein cooles Schwert. Ja. Wenn man noch Wunderskillt. So, jetzt nochmal hier hoch die Treppe. Also jetzt links. So, und jetzt hier in den Gang rein. Nicht nach draußen. Nein, nicht. Nein, da. Genau. Ja, Orientierung und ich, wir sind keine guten Freunde. Nein, sind wir nicht. Wenn ich die Welt dann einmal komplett gesehen habe und durch bin, dann ja. Dann kann ich eben auswendig die Lordrun-Welten und so sagen. So. Nee, der fahr schon auf der anderen Seite. Wir müssen auf die andere Seite. Geh nochmal runter. Bis auf die andere Seite und da in den Fahrstuhl rein. Wo? Jetzt da drüben? Leiter hoch. Hm? Da der andere Turm. Da wo unser Katana-Guy war. Da kannst du auch übers Dach gehen. Ach so. Okay. Da war ein Fahrstuhl? Nee, Quatsch. Nee. Nee, genau. Man muss erst mal hier über die Brücke und dann war auf da. Ah, nee. Entschuldigung. Stimmt. Doch, ich muss dann aber nicht wieder droppen, oder?
Ich wollte jetzt nämlich meinen Tod dann nicht für eine Quest. Naja, gut. Wenn sie passiert, ist es ja, bringt es uns ja voran. Wenn nicht, dann passiert ja nichts. Ja. Das machen wir jetzt aber noch. Ja. Ich glaube, dass nichts passieren wird, weil wir, glaube ich, an der Storyline wirklich vorbei sind. Und wenn, haben wir, glaube ich, auch wirklich nur noch Patches und nicht mehr. Das kann sein. Oh, jetzt habe ich einen Namen gesagt. Sorry. Ja, gut, ja. Also, ja, es wird Patches kommen. Okay, jetzt einfach mal darauf. Schau mal hin. Es funktioniert! Fahrst du wieder runter? So, wieder runterfahren? Hast du es gehört? Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Wir können vielleicht doch noch! Da! Da ist der alte Sack. Hallo! Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Ich hau hier gleich durchs Tor. Du Fixer, ey. Reden? Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're surrounded by ladies. Every man's dream, right? Er weiß von den Damen hier. Von den ganzen Feuerkeeperinnen. Du Wichser. Und den sollen wir nicht töten. Oh, no matter. By stripping every last trinket off your corpse, you're gonna make some lucky customer very happy. Oh ja, das glaube ich. Das stimmt. Oh, no matter. Okay. Du musst droppen. Nicht öffnen. Ja, wo war das jetzt? Hier, da ist das. Eigentlich bin ich jetzt genau davor, oder? Theoretisch. So. Dieser Linie, die du gerade auf der langläufst, da lang. Das ist doch nicht wahr! Ich war genau drauf, ich bin abgeprallt. Du bist abgeprallt, ja. Warum? Was soll das? Ja, du bist ja auch gerade, du bist abgeprallt und genauso auf der Kante gelandet. Ich hasse sowas. Das verstehe ich nicht. Spiel weiter. Gut, das ist nett. So, jetzt müssen wir außen rum, ne? Und ihn. Also theoretisch müsste er jetzt vielleicht schon hier sein. Oder geh mal, also jetzt die Treppe hoch? Nee, nicht hier. da lang. Da lang, okay. Und jetzt links und nach oben. So, jetzt geradeaus weiter. Da in der Gasse. Ja, also wenn sich jetzt von euch jemand erbost darüber, dass ich jetzt nicht abgeben musste, ich sehe sonst immer einen, wenn ich gestorben bin, aber wenn ich wirklich genau an dem Punkt springe... Und dann fragt man einfach ab. Das finde ich sehr nett. Hi, Patches. Okay. You're alive. Naja, mehr oder weniger. Let's have a nice talk about it. Ist so gut, dass wir die 10.000 ausgegeben haben. Ja. Oh, come clean. I did you wrong. I didn't mean it, though. Not one bit. Natürlich nicht. You get these urges running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. Dann soll ich ihm jetzt nicht vergeben. But I can see you're forgiving. Nicht vergeben. You're alive, after all. Also du standest mir gerade nach dem Tappen. Na gut, aber Siegwart ist ja nicht da, ne? Also stand, vergib ihm nicht, dann kriegt man noch eine Münze und er bleibt als Händler da. Okay. Oh, for heaven's sake, no need to jest with a face like that. Ja, mein Helm. You're still alive, and I'm here groveling in the dirt, so to speak. Oh, I know. Here, a token of my sincerity. Right and proper, huh? Rostige Goldmünze. We're just a couple of outcasts. Let's make the best of it. Den sollen wir jetzt nicht töten, ey. Ach genau, man kriegt den Kniefall. Unzerstörbare Patches. Und da ist er. Nee. Nee. Nee, das ist hier einfach nicht passiert. Und wenn wir jetzt nochmal zur Stelle zurückgehen? Ja, das kann man nochmal gucken, aber eigentlich soll das ja alles danach passieren. Man kann halt sein Rüstungsset kaufen. Ja. Und man kann Abfall kaufen von ihm. Ah, I see you've made Greenrat. The sneaking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon.
doubtless I should do something about that little debt. Well, maybe not. Well, I can hardly believe he's still standing. Lass den in Ruhe. Ah, I see you've made great the step. Ja, okay. Ja gut, wir werden auch früh nochmal zur Kirche gehen und wenn wir da ein hören, seht ihr uns da wieder und wenn nicht, dann eben wieder in den Katakomben. Ja, also da beim Boss halten. Mal gucken, wie es dann weitergeht und ja, mal gucken, wo Horace ist. Ja. Wo ist Horace? Weil wir wollen ja gerne unsere Frau haben. Das wäre schon nett. Ja. Schon nett, ja. Okay. Na gut. Aber immerhin haben wir Patches aktiviert. Das ist ja auch schon mal was. Einen weiteren NPC. Obwohl, will man Patches haben? Bestimmt. Wer weiß, vielleicht ja auch neue Sachen irgendwann an dem Boot und die sind ganz toll und so. Keine Ahnung. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Gautron. Ciao.